Sachen herstellen? Hm? Nee, ja, komm, hör auf. Ist das mal geil da in dem Rohr? Hm? Boah, wenn man Hammer hätte, ja. Dann geht euch das Unsere Freunde mit dem dicken Hintern beschützt auch noch ein Marmor. Kannst du mal in das andere Rohr springen und gucken, ob da was drin ist? Ja. Ein goldener Milchmolar. Hatte mein Riecher doch recht. Irgendwo ist auch schon wieder eine Zecke, habe ich das Gefühl. Was? Außen bei dir, ja. Du hast aber genug Platz, ne? Nö, kannst du mal am Arsch lenken, ey. Nimm mit die Scheiße. Nee, komm, ich habe nicht mehr genug Platz. Mach du das mal. Komm, spring da mal rein. Komm, finden wir gleich noch was Besonderes, was er da mitnehmen muss. Plötzlich oder wie oder was? Ja, ich hole mir ja den Milchmolar, weißt du. Dann kann ich wenigstens behaupten, ich würde was fürs Team tun, weißt du? Weil du ja nur Süßigkeiten schnuppelst. Wie? Ja, da hättest du dir mal einen Hammer gemacht, weißt du? So, komm, wir holen uns noch hier bei der Spider-Watt. Was hat die denn für Probleme? Hi! Na? Ja. Prügeln wir auch nieder, ne? Immer wieder auf und nieder. Danke. Luti, Luti. Eine geile Ecke hier, ne? Ja. Komm schnell weg, da kommt eine Zecke. Hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, ist mir egal. Greif die dich halt an. Hier ist noch ein Pinienkern. Ja, da wollte ich mich ja drum kümmern, aber ich habe auch eben Hummer. Hunger. Hummer hast du? Ja, in der Hose. Sag das doch. Ihr Zecken hast du, ne? Ach komm, ich sammle die. Uns wittert ja hier nichts. Deswegen wollte ich mir mal eben so ein paar Pilzchen fressen, weißt du? Und ich habe ja 25 davon, weil irgendwie kann das sein, dass ich deine Pilze habe. Scheibenpilz. So, ich mach mal eben den Pinienzapfen hier, ne? Kannst ja schon mal gucken, ob du noch irgendwas findest hier in der Nähe. Hier ist noch ein Pinienkern, ja genau. Pinienkern sag ich jetzt auch besser. Pinienzapfen. Nee. Das ist nix. Das ist auch nix. Ich sehe gerade Nickers. Und abbauen können müssen. Da oben kommt man nicht so einfach hin, ne? Da oben irgendwo ist nämlich ein Zahn drin. Da können wir nur von oben reindondeln. Kommen wir denn auf diesen Drecksklumpen da hinten? Da sind nämlich zwei, weißt du? Genau. Wo denn da hin? Hier oben kommen wir auf jeden Fall zur Motte. Hier oben ist Dr. Motte. Über die Blätter vielleicht? Schaffst du das? Also geht das? Bin über die Pilze gegangen, ja. Holst du ab, ne? Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Nein! Was ist los? Ja, einer ist runtergerutscht. Einmal mit Profis. Kann ich ja nichts für. Und Schaden bekommen. Zwei sogar. Oh, laut. Ist voll aufgeklatscht, der Arme. Und du wüsstest, dass hier oben jetzt noch ein scharfer Brocken ist. Zwei Stück. Plus oberster Marmor. Plus oberster Marmor. Hier schafft man ja echt nichts zu looten.
Kommst du nochmal hoch, oder? Ja, warte doch mal den Druck ab. Ja, ich bin ja auch mit einer Mücke am Rumfliegen. Die ja, fliegt mir jetzt hinterher. Ja, die findet dich halt geil. Hab doch gesagt, nimm weniger Mückenspray. Nein, wir haben jetzt natürlich rote Mücken. Bei Hitze, ich komm runter. Warte. Ne, ich bin schon unten. Da gibt's keinen Warte. So. Aber was ist denn mit der Mücke? Bring sie doch um, da ist sie doch schon. Na, ich hab nur noch ein Drittel Leben. Liegt ein wenig dort dran. Müssen wir hier oben kommen. Die hat aber auch einen Schuss drauf, ne? Ja. Ist sie irgendwo in der Nähe? Wieder über die Pilze. Warum kriege ich denn keine Verteidigung? Oh, meine Hose ist auch kaputt. Du willst mich doch verarschen. Ja, das Schwert hat überhaupt keine Abwehrreaktion. Ich bin wieder oben, ne? Ich weiß nicht, warum du jetzt da unten mit der bist. Oh, Alter, du sagst, du gehst runter, dann bist du wieder oben. Wollen wir mal zusammenspielen oder spielen wir hier gegeneinander? Das ist ein Überlebensgame, ne? Das haben wir noch im Kopf. Ja. Gut, dann bin ich ja glücklich. Ich weiß auch nicht, warum die Tigermücke so stark ist. Das kann ich mir auch nicht erklären. Drecksviech. Das ist sie wirklich. Ist das übertrieben, ey. Weißt du, wenn du mal dein Bestand ein bisschen im Auge hast, könntest du ja auch sagen, ich brauche. Wäre auch nicht schlecht. Ich habe ja was da. Ich gebe dir ja gerne Drinks ab, aber das muss schon sein. Aber nur so viel, wie du brauchst. Mehr gebe ich dir nicht. Nee, hier ist übrigens noch ein Quatschit. Ja, ich komme jetzt hier nicht runter. Ich warte jetzt hier oben, damit du das abbauen kannst und ich das looten kann. So, ja, hättest du mal einen Hammer, weißt du? Ja, nur warte, ich hole mir mal eben einen Oberschuhquatschit jetzt, ja? Du machst das ja. Das ist eine gute Einstellung. Weißt du, du gammelst da nur oben rum. Wo bist du denn? Schlimm, den ehrlich, du. Besprochenen Quaziten. Guck dir mal die Flieger an. Macht die Sinn, getötet zu werden? Ja, mach, wenn du willst. Das ist eine pissnormale Fliege. Nee, warum nicht? Ist so lieb. Es gibt ja auch noch fleischige Fliegen, ne? Okay, was ist mit denen? Die sind fleischig, glaube ich. Zucker oder so. Ah, tschüss. Uno, dos, tres. Das noch. Quadro. Hast gesehen, ne? Ich bin den Berg hier hochgelaufen. Ja, ich laufe hinterher. Wir werden hier Raw Science Punkte angezeigt. Ich weiß aber nicht wo. Ja, ich weiß wo. Hast du sie? Kriegst du sie? Oh, das weiß ich noch nicht. Versuch's einfach mal. Ja, krieg ich. Sieht aus wie eine Treppe hier, ne? Das ist die unsere Frage nach. Echten Drama im Spiel. Muss doch noch, irgendwo ist hier doch noch ein Zahn. Den Zahn ziehe ich dir gleich. Da oben ist doch Dr. Motte nochmal. Ja, da ist die Motte. Hab ich doch gesagt. War ein geiles Video. Kommt man denn da rüber? Stimmt. Meinst du? Der Sturz ist weit. Oh. Und? Man kommt rüber. Hier ist aber... irgendwie nix. Also wenn das so ist, ne, dann ist ja meistens der Hinweis... Oh, da ist ein goldener Zahn. Aber ich glaube nicht, dass du den Weg hier... Den kannst du natürlich machen. Bei dir. Komm ich denn da rüber? Kann ich hier einfach so drauf springen? Da unten ist auch noch ein Quarzit drin. Das hätte man filmen müssen, oder? Oh. Da springt der nicht, weißt du? War schon wild, wo wir jetzt gerade sind. Die ganz harte Nummer hier. Soll ich noch zu dir kommen, ja, ne? Ja, ganz so weit brauchst du, glaube ich, nicht. Weil hier unten irgendwo war der da war noch so ein nicht Marmor, siehst du? Ja, kommst genau drauf.
Bist du in der Nähe? Vorsichtig, hämmer noch einmal, nicht, dass er einen abkriss. Bleib ja, ruhig stehen. Ja, mega. Dreimal oberster Marmor. Es müsste aber noch mehr drin sein. Weil wenn du einen obersten Marmor, ist immer auch der Rest mit drin. Ja, ja, der Rest war auch darin, aber mich interessiert gerade nur der oberste Marmor. Deswegen habe ich nur den genannt. So, ich weiß nicht, ob du siehst. Da ist auch noch ein normaler Molar. Ja. In die Richtung, in die ich gucke. Ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt am sinnlosesten hinkomme. Wahrscheinlich hätten wir uns da runter segeln lassen müssen. Ja, man kann zu Dr. Motte hoch und dann da runter. Ich versuche mal was ganz Kühnes, ja? Mach das, ja. Und, meinst du, schaffst du oder soll ich von oben nochmal gucken, ob ich da irgendwie von drauf... So, ich bin da. Ich hämmer mal eben den kaputt. Ja, nice. Weil der Fussel kann zwischendurch auch ein bisschen jumpen. Die Motte lassen wir in Ruhe, ne? Ja, ja. Wir müssen jetzt eh gleich zum Ende kommen, ne? Ja, ich würde jetzt sozusagen hier runterspringen. Mhm. Da unten ist ja das Labor. Ne? Ja. Und dann nach Hause rennen. Ist ja nicht so weit von hier. Sollen wir das so tun? Ja. Nicht lang schnacken, runter da. Ja, das gesehen, wie sparsam ich mit meinem Dondel umgegangen bin, der auch schon wieder mehr als zur Hälfte runter ist. Ups. Ich hab gedacht, ich knall auf und brech mir alles. Ja, wäre ja nicht schlecht gewesen. Hätte ich dir ja helfen können. Ich wäre gegangen. Kannst du mir einmal so einen Stärke-Power-Trank geben? Ich lass dir mal ein paar fallen, ja? Bitte sehr. Danke. Hast du wieder ein paar. Brauchst du noch irgendwas? Ich hätte ja auch noch Bandagen, dann könnte ich dir auch noch etliche vom Fallen lassen. Nö. Nicht. Ich werde nur nach Hause kommen. Los. Aber wo ist hier zu Hause? Ja, das ist grob die Richtung. Sehr fett. Ich guck gerade, haben wir noch irgendwas zu erforschen? Ja, ich habe noch einen Pinienkern zu erforschen. Hier war doch irgendwo das Forschungslabor, ne? Wo wir schon mal hier sind. Ja. So, dann lassen wir die Pinie auch erforschen. Ach, meine Läuseschuhe sind kaputt, deswegen bin ich auf dem Rückweg nicht so schnell. Wie können die denn so schnell kaputt gehen? Ernsthaft? Da. Bist du in meiner Nähe? Nö, ne? Da. Ich glaube, das ist der Weg. Alles klar. Boah, Schluck auf. Mist. Oh ja, das hört sich gut an. Jawohl, noch so ein fetter Käfer. Naja, mir ist das egal. Also Heimweg, ja? Naja, sag ich ja. Boah, der Mann ist hinterher, Digga. Hallo, Assel. Tschüss. Assel. Hier ist übrigens noch so ein Käfer. Hier ist aber auch noch eine Pinie. Oh, hier ist eine Dingskäferlarve. Und der Käfer. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wo du... Ich habe eine Knallerbse gefunden. Sehr gut. Aber ich habe keine Axt. Ja, ist nicht schlimm, brauchen wir nicht. Okay. Au. Ach, hier komme ich gar nicht hoch. Ach du Scheiße. Ich bin gerade an der Molardose, wenn ihr dann noch was sagt. Nee, also wirklich überhaupt nicht. Das war die Dose mit den 5 Molaren. Sowas vergisst du. In dem Cabriot waren wir doch drin, ne? Jetzt fehlen mir die Läuseschuhe. Guck mal eben. Oh, warte, hier ist ein Dondel. Wenn du frische Dondeln bräuchtest, ne? Ich hätte hier welche. Wenn du einen mitnehmen kannst. Aber ich bin schon zu Hause. Das ist wieder typisch, weißt du? Nö, weil ich gesagt habe, wir müssen nach Hause. Wo sind die denn alle hingefallen? Da ist noch einer. So, rein hier. So,
hochgehen, automatisch wegsortieren mit N. Oh, hier ist ein Kugelkäfer und wartet auf mich. Viel Erfolg. Ich komme. Ganz entspannt. Jetzt zieh mal den Helm aus. So. Sieht man auch meine schönen langen Haare. I'm all geared up. War schön, dass man sich ja die Schuhe anziehen kann, während man mit beiden Händen da an diesem komischen Rondell hängt. Na, das ist echt gut. Los, Laus, lauf schneller. Könnte Zungenbrecher werden. Los, Laus, lauf schneller. Nicht ganz einfach, ne? Ja, los, lauf. Das war irgendwie so. Da muss ich eine Sekunde mal drüber nachdenken, was ich jetzt eigentlich sage. Man könnte natürlich auch sagen, Laus, los, lauf schneller. Och, scheiße. Los, lauf schneller, Laus. Los, lauf schneller, Laus. Los, Laus. Ja. Laus, lauf schneller. Was? Das wollte ich sagen. Ja, ich sortiere mal später, wa? Mit N. Warum ist denn ein Dondel kaputt? Ich habe ja Sachen dabei, die noch nicht einsortiert sind. Ja. So, wo sind wir denn? 1,55. Hm. Ja, gut. Wie geht's denn, Mr. D? Mr. D läuft hier rum, schnuppert, ne, guckt, dass er alles im Blick hat. Der macht das hier sehr ordentlich. Ja. Hat mich nur wundert, hast du den Tannenbaum gelootet oder hast du, wächst da jetzt nichts mehr? Ich denke, da wächst nichts mehr, weil wir ja im Januar sind. Ah. Das weißt du übrigens, cool, was wir eigentlich noch auf dem Weg hätten machen können? Hm. Mal eben einen Chip abgeben, ne? Theoretisch. Haben wir die 4 Minuten noch? Nee, ich bin jetzt raus. Also, du kannst es gerne noch machen. Klar, mach. Ja, nee. Ach, weißt du, machen wir einfach kürzere Folge, weißt du? Ja, klar. Ist ja egal. Guckt ja keiner. Natürlich. Kriegt ja keiner mit. Ja, gut, dann haben wir heute das Baumstumpflabor gemacht. Ein schönes Jump and Run und ihr seht, es ist total einfach, total easy. Ne, Gorilla war einfach, ne? Ja, ich verstehe das nicht. Also, wie man sowas da an den Mann bringen kann und zu sagen, das ist jetzt perfekt oder. Nee. Also fühle ich nicht. Ah, die Physik in dem Spiel ist doch auch on top. Weißt du, da kann man doch sowas erwarten, dass du mit der Zehenspitze noch eben da dran kommst. Weißt du? Also, und dann da, ja, egal. Also wirklich schwierig gemacht. Das muss man, kann man so festhalten, ja. Ja, allerdings nur für uns beiden Vollidioten. Alle anderen haben ja in die Kommentare geschrieben, super einfach, war da in einer Minute durch. Die springen da wie die Götter. Ja, das waren nur bei Rückwärtssaltos. Ja, genau. Obwohl es die Taste dafür gar nicht gibt. Aber, das kriegen die hin. Ne? Judy, okay, dann haben wir wieder ein bisschen was heute geleistet. Eine neue Seilrutsche, das Baumstumpflabor. Wir haben uns die Baumstumpfecke angeguckt, einige Sachen gelootet. War doch ganz erfolgreich heute. Ne? Jo, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen und wir sehen uns, wenn ihr wollt, zu einer weiteren Runde von Grounded Let's Play. Gerne auch zu den ganzen Grounded Tipps in Tricks-Videos. Ja, oder zu einem der vielen anderen Dinge, die wir sonst so machen. Ne? Macht es gut. Bis dahin, Schaukes. Tschüss.